Hallo und herzlich willkommen zurück zu Deadfall Adventures. So, also das Rätsel. Wir haben unten links die 1 und oben eine 5, was auch immer das bedeuten soll. Denn wenn wir da oben das markieren... Moment, wir können ja vielleicht einfach mal das hier anleuchten zuerst. Ja, und das hier? Hier? Das hier? Also 1, 2, 3, 4 und das wäre vielleicht der 5. Machen wir es jetzt mal der Reihe nach. So. 1, 2, 3, 4, 5. Warum? Warum weg hier? Geht es hier gleich wieder? Da liegt ein Schatz. Ich verstehe es gerade nicht. Warum hat sie denn jetzt weg hier geschrien? Das verunsichert mich. Das geht bestimmt gleich wieder zu, ne? Okay, also Moment, ich schaue nochmal ganz schnell. Das will ich jetzt nochmal, will ich jetzt immer sehen. Ja, sind wir schon beim nächsten Rätsel. Aber hier nochmal zurück. Hä? Nö. Was zum, wo sind wir denn hier? So, das war das mit der Waage. Also ehrlich, ich dachte jetzt, man geht jetzt hier diesen zweiten Ring halt nach oben, bis wieder zum viereckigen Teil. Aber dass es jetzt schon so geklappt hat, warum das jetzt so funktioniert hat, muss ich ganz ehrlich gestehen, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht wirklich. Boah, sieht das gut aus. Schön. So, okay, Jen, dann machen wir jetzt so, wie du sagst. Wir gehen einfach weiter, ne? Wir beeilen uns, hinter uns fällt jetzt eh alles zusammen. Ja, oder fährt einfach zu. Mann. Okay. Kein Schätzchen. Das sieht witzig aus. Das sieht so aus, als würden wir gleich hier wieder ein bisschen ballern, ne? Irgendwie hat das den Anschein. Das klingt... Okay. So. Oh, die übersehe ich ja. Nee, ach, ich dachte, das wäre wieder so eine Schatzkarte. Mann, du hast noch keine Schatzkarte, ja? Wir haben keine gefunden hier. Ich glaube, überall gibt es mal so Schatzkarten. Hier müsste es eigentlich auch wieder eine geben. Ich verstehe es nicht, ne? Die Kisten kann man nicht öffnen. Nee, hier kann man gar nichts öffnen. Gar nichts machen. Ist das doof? Na egal, komm. Er ist tot. Sprengstoff ist immer gut. Auch wenn es dir nicht mehr geholfen hat. Da kommen wir nicht hoch. Jede Menge Kisten und... Funkstation oder sowas, ne? Wow. Hier ist noch mehr. Das kann ich aber nicht nehmen. Ich glaube, ich bin voll. Hier ist... Na? Das können wir noch nicht benutzen. Vielleicht später. Da wieder so ein... Ja, das ist ja so typisch, ne? Aber die platzen von alleine. Lauf, Jen, lauf! Ach, komm schon. Platz von allein. Bei den Stufen spätestens, oder? Ja. Eklig. Ich mach's auch immer wieder, nicht wahr? Ich mach's immer wieder.
Dann warten wir mal kurz. Ah. Plitsch, platsch und matsch. Okay, das lasse ich jetzt mal. Ich vermute, da sind nur noch Spinnen drin. Das ist so, glaube ich... Ach, komm schon. Holy crap. Und der andere war schon tot, ja? Mann. So, hier sind keine Münzen drin. Hier ist nichts der Art. Ach. Jumpscare. Hier vorne wieder? Nee. Das hier sieht wieder nach großer Ballerei aus. Da vorne haben wir schon mal so einen Knopf. Inhalt wird gespeichert. Bitte schalte deinen Computer nicht ab. Diese Platten sehen äußerst verdächtig aus. Das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Das Ding ist ja kacke. Ja, die Platten sehen verdächtig aus. So, wir haben hier vorne dieses komische... keine Ahnung, was es ist. Das ist vielleicht hier vorne der Mund und das sind Äuglein und hier unten ganz viele kleine Füßchen oder whatever. So, und das Ding können wir betreten, ja? Das sieht gut aus. Die anderen wahrscheinlich nicht. So, davon würde ich jetzt mal ausgehen. Ich sehe hier auch keine anderen Platten der Art. Na gut. So, aber hier noch so eins, hier noch so eins. Schreib auf den Symbolen, die an der Wand zu sehen sind. An der Wand sind noch mehr, da vorne sind noch welche zu sehen, ne? Da vorne sind noch welche zu sehen. Okay, vielleicht muss ich umschalten, wenn ich nicht mehr weiterkomme, ne? Einfach hier so draufschießen oder so. Haben wir ihn noch? Ah, die Bürste hier, also der Kamm. Hier haben wir einen Kamm. Hier sind wir dann hier drüben. Können wir nichts weiter machen. Hingehen, den hier. Okay. Das wollte... Was? Ich wollte da gar nicht drauf gehen. Was soll denn das? Oder heißt es, ab sofort geht es jetzt mit der Krähe weiter, weil... Weswegen? Weil hier eine Krähe liegt oder what? Weiß nicht. Und hier haben wir noch so ein... Weiß nicht, wie sieht das aus? Wie so ein Schweinenäschen-Ding. Das heißt, das können wir auch benutzen. Krähe und dieses komische... Oh Gott, das sind so komische, ganz komische Symbole. Krähe Ding kam jetzt nicht mehr oder doch noch? Das ist wieder so ein Schweinenäschen. So nenne ich es mal. Noch eine Krähe. Und Schweinenäschen, Krähe. Schweinenäschen. Krähe. Schweinchen, Krähe. Schweinchen. Krähe, Schweinchen, Krähe. Hier ist noch ein Schweinchen und dann wären wir da drüben. Ich glaube, das ist gut, ne? Ich schaue trotzdem nur ganz schnell. Nope. Okay. Schweinchen und Krähe und nochmal Schweinchen. Hätten die nicht einfach Jahova auf die Platten schreiben können? Ja, ne? Ja, das wäre bestimmt ganz super einfach, wenn hier Jehova draufstehen würde. Keine Ahnung. So, hier, das ist jetzt nochmal Kamm und Reptil. What the? Kann man dann schräg da rüberspringen oder what? Oder was ist das hier? Dieses komische leere Symbol? War vielleicht nicht so gedacht, ne? Ich gehe jetzt trotzdem mal hier hoch und guck mal. Alter. Okay, hier geht's lang. Gewaltige Ketten, die hier in den Boden eingelassen sind. Krass. So, okay. Ach, mal kurz an der Nase kratzen. Also...
Hier ist Reptil. Das juckt das Ding überhaupt nicht. Es muss irgendwie aufeinanderliegend sein, ne? Darf ich die jetzt alle benutzen? Auch Elefantenkopf? Ich meine, den habe ich hier vorne. Das war wohl falsch. Ich verstehe. Okay. Also Elefantenkopf. Warum auch immer. Dann haben wir hier so ein Reptil. Elefantenkopf. Irgendwie nicht, ne? Irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Gelten hier vorne denn wieder andere Regeln? Ist da vorne... Oh, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte einfach zoomen. Okay, wenn Elefantenkopf nicht gilt, vielleicht gilt ja das da. Ich rate jetzt einfach mal. Ist da nicht zu fassen, ne? So, wenn wir das markieren. Oder schon mal auch nicht. Der Rest hat gut funktioniert. Das haben wir gut verstanden. Jetzt, ich gucke einfach mal da hinten. Huch, nach. Ob hier noch irgendwas so angezeigt wird dafür. Nee. Nur die hier. Das sind also die zwei, die feststehen. Und das hier ist offen. So hätte ich das jetzt verstanden. Und das, was hier offen ist, das müssen wir mal eins raten. Und das ist es nicht. Ganz klar, das ist hier Elefant. Und dann haben wir das hier, Reptil. Vielleicht müssen wir einfach da runter. Nehmen wir das hier und den Elefanten, der funktioniert. Und das Reptil funktioniert. Und da müssen wir wohl nicht hin. Ach, vielleicht müssen wir wieder so eine Abschlussplatte finden oder so, ne? Das kann gut sein. Die ist vielleicht da vorne. Das weiß ich jetzt gar nicht. Okay, da haben wir also Elefant, Kamm und Reptil. So, hier haben wir Kamm, Elefant, Reptil, Kamm, Elefant, Reptil, Kamm, Elefant, Elefant. Ich hätte hier hochgehen sollen, oder what? Oh, what? Ist doch nicht zu fassen, ne? Okay, okay, so. Nehmen wir diesen Elefanten mit. Und da vorne ist das Reptil. Und hier hört es ja schon auf, ne? Ja, da hört es schon auf. Ich dachte gerade, vielleicht muss man einfach irgendwie alle auswählen dieser Art, aber geht ja nicht. So. Oh Mann. Kamm, Elefant, Reptil. Kamm, Elefant, Reptil. Kamm, Elefant, Reptil, Kamm, Elefant, Reptil. Und das war's. Warum auch immer es dann hier jetzt enden musste, verstehe ich auch gerade nicht so wirklich. Mein Gott, wieso verstehe ich diese Rätsel nicht mehr? Aber es stimmt ja mit mir nicht. Da, du meinst da drüben? Nee, nicht hier drüben, sondern da drüben? Okay, ich verstehe. Scheibenkleister. Nochmal ein bisschen genießen, ne? Das war ein sehr merkwürdiges Rätsel, aber nun ja gut, okay, es ging ja, ne? So, runter hier. Ich habe eine fette Wumme. Wahrscheinlich nicht ohne Grund. So, ich komme zu dir, Jenny. Ich habe jetzt oben gar nicht mehr nach dem Schatz geschaut, ne? Das war vielleicht ein Fehler. Schon um, Mann. Gut. Gut. Hier ist nichts drin. Schade. Da auch nicht. Und hier vorne ist, glaube ich, auch nicht so weit. Nope. Inhalt wird gespeichert. Das ist schön, das ist sehr gut. Das mal. Ja, das gefällt mir. Die nehmen wir. Behalten wir. Vorne stürzt nichts raus. Gut.
Na, ich schaue mich trotzdem mal um, ja. Also man kann ja hier so gut wie nichts öffnen. Kisten kaputt schießen geht ja auch nicht. Nee. Naja. Also wir haben jetzt eine Waffe bekommen, eine neue. Jetzt gerade ein bisschen gezogen. Huch, was ist denn hier los? Bereit machen. Was ist das denn? Was war das denn? Sind das Spanier? Ihr seid Spanier. Okay. Was schießt denn auf die? Ach, das ist Jen wahrscheinlich, ne? Ja, schön so ein bisschen in Reihe. Okay. Oh, das geht ja gut hier, ne? Können die auch schießen? Hatten die nicht Musketen oder so? Ist das da hinten eine Muskete? Willst du mich veräppeln, Alter? So, Jen, ich hoffe, du warst, dass die hier geschossen hat und nicht irgend so eine Falle. Ah. Tatsächlich, Musketen, ne? Die schießen. Alter. Na? Na, ne? Ach, komm schon. Huch! Okay, da schieße ich nicht drauf. Alles noch dran? Ich guck mal schnell. Nein, es ist weg. Alles ist weg. Mein kompletter Unterkörper fehlt, Jen. Hol einen Arzt. Hol einen Arzt. Ignorier mich nicht. Okay, das war's. Oh Mann, wie geil ist das denn, ne? Jetzt sind das plötzlich Spanier-Mumien-Dinger. Holy crap. Holy crap, ist das cool. Ich will da nicht drauf schießen, ich will da nicht. Ich will eigentlich schon, aber ich weiß ja, was rauskommt. Das ist ja doof. Das ist doch doof. Ach komm, das ist doch voll doof, Mann. Ach, Scheibenkleister. Und ich mach's auch noch. Geht doch kaputt. Da laufen sie. Ach, komm schon. Okay. Ja, hier kamen wir her, ne? Hier kamen wir her und dann sind wir hier so ein bisschen rein und Katchen. Aber wichtig, ganz wichtig, und das gehört immer dazu, nach Schätzchen Ausschau halten. Und auch wenn jetzt... Autsch! Okay, verstanden. Ich hab verstanden. Ja, oh, das sieht witzig aus. Gut, kann ich hier die Fackel nehmen und dann... Nein, kann ich nicht, okay. Ja, also Schätze, sieht schlecht aus, Jen. Das sieht schlecht aus. Moment, was war jetzt hier? Was lag hier noch? Fedorov gegen M1887 auszutauschen. Ach, die hier vorne, ne? Oh, ne, hier geht. Nee. So. Ich bin ganz ehrlich, in Wirklichkeit würde ich das nicht machen. Ich würde nicht einfach so irgendwelche Stützbalken wegschießen. In so einem Ding hier, das... Oh Mann.
So, und dem hier traue ich auch nicht. Das ist nicht richtig. Das ist doch nicht richtig. Ich vermute überall Fall, ne? Da schießt's doch raus. Keine Ahnung. Oder nicht? Nee, irgendwie nicht, aber mein... Ah, ist das gruselig. Wahnsinn, wir sind die Ersten seit Tausenden von Jahren, die dieses Panorama sehen. Abgesehen von Hagen und seinen Soldaten und wahrscheinlich den Spaniern. Okay, okay. Oh Gott, Janice ist so wunderschön. Gott, ist das hier schön. Oh Mann, ich will hier Urlaub machen. Geile Wummen. Naja, komm. Haben wir denn? Ja, wir haben... Ja, genau. Oh, wie geil ist das denn? Wir haben noch einen Weg des Lebens gefunden. Na, Gott sei Dank. So, also, Ausdauer, Erholungsgeschwindigkeit erhöht. Das ist doch super. Das können wir gebrauchen. Der Rest, ich glaube, das ist Utopie. Werden wir nicht mehr drankommen. 5, 6 ist doch... Verdammt, ist das viel. Ja. So, okay. Dann haben wir jetzt gelevelt. Wir sind also wieder draußen. Mal gucken, wie lange noch. Ich glaube, da vorne geht's auch wieder rein. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Oder wir gehen da runter. Ich könnte mir fast vorstellen, dass man da echt runterkommt. Ist da denn was? Hm, wohl nicht. Also ich glaube, wir gehen mal erst da vorne rein und schauen da mal. Und das machen wir alles in der nächsten Folge. Dann macht es gut. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.